So, wir können ein bisschen schneller fahren. Jetzt hier auf 70 km/h beschleunigen. Wir sind heute jetzt hier übrigens, wie gesagt, im Bereich Laurenzbach unterwegs. Und darauf, da kann ich ja jetzt ja gleich mal, so müssen hier rüber, kann ich jetzt ja gleich mal auf die Map zu sprechen kommen. Jetzt gucken wir aber erstmal, dass wir hier diese Stelle hier gut meistern, weil ihr seht, das ist ja schon eine relativ enge Stelle mit den Mauern hier auf beiden Seiten, aber das sollten wir auf jeden Fall gut hinkriegen. Genau, ich bin jetzt auch schon mal so ein bisschen über die Map gefahren. Diese Linie bin ich auch schon mal ein bisschen abgefahren, habe mir das auch schon mal ein bisschen angeschaut, um halt hier schon mal so eine Testfahrt auch mit diesem Bus hier zu machen, um mich mit dem Bus hier so ein bisschen vertraut zu machen. Und bin auch noch mal, habe mir auch noch mal ein paar andere Streckenabschnitte hier auf der Map angeschaut. Und ich muss sagen, die Map Alheim und Laurenzbach, also diese Map hier, die gefällt mir auf jeden Fall echt richtig, richtig gut. Also, was ihr hier alles so an Streckenabschnitten habt, von der Gestaltung her und so, von mir an der Stelle echt mal ein dickes, fettes Lob an den Entwickler. Also die Map ist echt richtig gut geworden. Hier sind wir jetzt in Meinheim. Das sind alles so Stadtbereiche von Laurenzbach, durch die wir heute hier durchfahren werden. Also, genau hier, Stadt Laurenzbach. In dem Bereich Stadtteil Meinheim sind wir jetzt hier. So, und haben jetzt hier auch so eine separate Busspur, wo wir jetzt hier rüberfahren können. Genau, das werdet ihr heute auch bei der kompletten Fahrt sehen, die ganzen Streckenabschnitte, wo wir heute hier langfahren. Wie schön da echt alles gestaltet ist hier mit der Busstrecke, Bustrasse hier extra so in der Mitte. Dann die Autos hier nebendran fahren, hier mit den Bäumen. Und auch schon, wo wir eben so gefahren sind, eben auch dieser eine Abschnitt da, wo wir da so um die Kurve gefahren sind. Alles auf jeden Fall echt richtig schöne Abschnitte, wo wir heute langfahren, beziehungsweise allgemein die Maps auf jeden Fall echt richtig schön gestaltet, richtig gut geworden. Kann ich euch nur empfehlen, und falls ihr euch die auch downloaden wollt, dann schaut einfach mal auf meiner Webseite, da habe ich euch die Seite verlinkt, wo ihr euch die Map Alheim und Laurenzbach downloaden wollt, und der Link zu der Webseite, zu meiner Webseite, wo ich euch die Webseite verlinkt habe, wo ihr die Map downloaden könnt, diesen Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. So, hier müssen wir mal kurz ein bisschen langsamer machen, dürfen nur 30 fahren. Genau, weil hier haben die Autofahrer so die Möglichkeit, nur auf die andere Seite zu wechseln. Wir haben aber Vorfahrt. Wir müssen hier aufpassen, dass wir hier nicht über diese dicken Betonklötze da drüber fahren mit den Rädern irgendwie. Wäre bestimmt nicht gut für den Bus, fürs Fahrwerk. Und ist wahrscheinlich so gemacht, die sind extra so hoch, dass nur die Busse drüber kommen und Autos da nicht drüber fahren können, denke ich mal. Außer vielleicht ein Geländewagen wird da schon drüber kommen, aber so jetzt so eine normale, so eine Limousine oder sowas, so ein Kombi, würde da ja nicht ohne irgendwie Schäden da drüber fahren können. Genau, ja, und nochmal kurz was zur Map Alheim und Laurenzbach. Da werden wir auf jeden Fall in Zukunft öfters noch unterwegs sein. Ihr seht jetzt zum Beispiel hier auch dieses kleine Detail hier mit diesem, wo jetzt die Polizei zum Beispiel den Fahrer von dem Mercedes-Benz-Sprinter angehalten hat oder so. So kleine Details, ist echt auf jeden Fall eine richtig schöne Map mit schönen vielen Details. Auf jeden Fall richtig schön gestaltet. Gefällt mir echt auf jeden Fall richtig gut, die Map. So, genau, und jetzt nochmal kurz was zur Map. Also wie gesagt, wir werden da in Zukunft, weil es halt auch echt so eine richtig geile Map ist, auf jeden Fall noch öfters immer mal wieder unterwegs sein, immer mal wieder fahren. Und, ja, wieso heißt die Map eigentlich Alheim und Laurenzbach? Und vielleicht kommt dem einen oder anderen von euch ja der Name Alheim auch irgendwie schon bekannt vor. Und, ja, es ist ja so, vielleicht kennt ja jemand, der eine oder andere von euch auch schon die Map. Die Map ist ja, glaube ich, Februar 2016, also vor nicht allzu langer Zeit erschienen. Also relativ neu ist die Map. Und es ist sozusagen ich weiß nicht, ob man das so als Zusammenfügen von zwei Maps oder sowas beschreiben kann. Jetzt muss ich doch nochmal kurz unterbrechen, weil hier wieder auch so eine geile Stelle ist, die mir echt richtig gut gefällt. Mal kurz mal Pause. Hier zum Beispiel, wie das gestaltet ist. Ich stelle mir das so richtig viel Arbeit vor, wie das hier alles zu gestalten. Wie viel Zeit es dauert. Einfach nur diesen kleinen Abschnitt, wo man ja in wenigen Minuten, Sekunden durchgefahren ist, das hier alles zu gestalten mit diesem Kreisverkehr, wo die Autos dann hier noch so durchfahren können. Hier der Bushaltestelle. Hier für die Fußgänger, wo die da rüberlaufen können, um hier in die Mitte zu kommen, sicher, um zur Bushaltestelle zu kommen und so weiter. Das sieht einfach alles richtig geil aus, also die Map ist einfach so der Hammer. Und es ist ja echt nur ein ganz kleiner Abschnitt, den wir uns heute jetzt hier anschauen werden. Hier gibt es zum Beispiel auch mehrere Überlandabschnitte, Autobahnabschnitte und so weiter. Also ihr habt hier wirklich jede Menge Vielfalt, Stadt, Autobahn, Überland, und es ist einfach echt richtig geil. Genau, und zwar, ja, vielleicht könnte man das irgendwie so sagen, dass die Map Alheim so ein Zusammenfügen von so zwei Maps ist. Und zwar gibt es ja schon seit längerer Zeit die Map Alheim. Da war die neueste Version jetzt die Map Alheim V3. Da sind wir auch schon mehrere Linien drauf gefahren. Und ich habe es jetzt irgendwie so verstanden, dass halt die Map Laurenzbach mit der Map Alheim sozusagen zusammengefügt wurde. Und irgendwie so. So habe ich das jetzt zumindest verstanden. Also so würde ich auch jetzt dem Titel Alheim und Laurenzbach entnehmen. Und zwar ist das Ganze nämlich so, dass sie halt hier die Bereiche, die großen Städte, Laurenzbach und Alheim habt, sind beides fiktive Städte. Beziehungsweise ich habe so verstanden, dass diese Städte jetzt hier, also es gibt diese Städte Alheim und Laurenzbach, glaube ich, in echt auch.
Aber das sind halt jetzt hier fiktive Karten, also nicht nach dem realen Vorbild hier von diesen Städten nachgebaut, sondern es sind fiktive Karten. Aber diese Städtenamen gibt es, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, auch in echt. Und es liegt irgendwo im Ruhrgebiet, an der niederländischen Grenze, irgendwo da in der Gegend. Soll diese Region hier sein, wo wir jetzt hier spielen. Und, genau, das weiß ich gerade nicht, was ich sagen wollte, aber auf jeden Fall doch, genau. Ist es so, genau, die Map Alheim V3 gibt es ja schon, also Alheim gibt es ja schon seit längerem. Wie gesagt, die neueste Version davon ist die Version V3. Und, wobei, das habe ich ja eben schon gesagt, wo war ich jetzt eben? Die vordere Tür brauche ich ja gar nicht aufzumachen. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Sehr cool, aber dass die Fahrgäste trotzdem Hallo sagen, auch wenn sie da hinten einsteigen. Warte mal kurz, brauche noch gar nicht loszufahren, wobei wir müssen ihr am Stoppschild nochmal anhalten. Bringt jetzt nichts, auch diese so eine Sekunde zu warten. Na? Oh, scheiße, jetzt hat sich aufgehangen. Na gut, dann muss ich kurz nochmal unterbrechen. So Leute, es kann weitergehen. OMSI 2 ist gerade abgestürzt. Ich habe es einfach nochmal neu gestartet, den letzten Stand der Karte geladen. Und dann stehen wir hier wieder an der Haltestelle Meinheim Block C. Lassen die Fahrgäste einsteigen und dann kann es gleich weitergehen. Genau, und ich war jetzt ja eben bei dem, darauf zu sprechen zu kommen, genau, was jetzt genau es hier sich mit der Map, Alheim und Laurenzbach auf sich hat, genau. Und zwar ist nämlich jetzt folgendes, ich habe ja gerade nicht ganz, mehr ganz genau gewusst, wo ich jetzt war. Genau, und zwar wollte ich ja, glaube ich, gerade sagen, wie es jetzt hier genau ist mit Alheim und Laurenzbach. Also, das ist halt hier so ein Zusammenfügen sozusagen von dieser Map Alheim V3 mit so einem anderen Gebiet jetzt hier ist. Das hatte ich ja, glaube ich, jetzt schon so erwähnt. Und dann ist es nämlich noch so, dass ich halt jetzt hier die zwei großen Städte Alheim und Laurenzbach habt. Genau, da war ich ja eigentlich und da wollte ich nämlich anschließen, da wollte ich weitersprechen. Und da ist es dann so, dass, genau, wir jetzt heute halt hier in dem Bereich Laurenzbach unterwegs sind. Und dann habt ihr halt zwischen Alheim und Laurenzbach nochmal so ein paar, ich glaube so drei Städte, also drei Städte, Ortschaften, habt ihr nochmal dazwischen. So, wir dürfen zwar jetzt hier auch fahren, müssen aber erstmal auf den anderen Verkehr achten. Gucken wir lieber mal hier so, bis die alle weg sind. Wobei, nee, die haben alle wahrscheinlich... Ah, die nehmen alle die rechte Spur. Ja, wunderbar. Aber da vorne wird die Fahrbahn enger. Müssen wir gucken. Lassen wir die am besten einfach mal jetzt alle vor. Die sind eh vor uns. Genau, nicht, dass es hier zum Unfall kommt. Wäre jetzt nur unnötig, wenn wir jetzt hier einen Unfall hätten. Genau, ihr habt also zwischen den Bereichen, zwischen den Großstädten Laurenzbach und Alheim, zwischen den beiden Städten, habt ihr nochmal ein paar andere Städte und Ortschaften, dessen Namen ich jetzt aber nicht ganz genau weiß. Und, grüß dich, Kollege. Mit dem MAN Lion City unterwegs. Und, ich brauche die Tür doch gar nicht aufzumachen. Genau, das ist halt hier so... Genau, das ist eigentlich das, was ich genau noch dazu sagen wollte, dass ihr halt diese... zwischen diesen zwei großen Städten halt nochmal diese paar kleinen Städte, Ortschaften habt. Und halt über Überlandabschnitte, Autobahnabschnitte diese Städte und Ortschaften halt hier verbunden sind. Und ihr habt auch zum Beispiel eine direkte Autobahnverbindung, glaube ich, von Alheim nach Laurenzbach und umgekehrt halt. Genau, das war eigentlich genau das, was ich dazu sagen wollte. Genau, und wir sind halt jetzt hier, wie gesagt, im Bereich Laurenzbach. Aber habe ich jetzt schon öfters erwähnt, genau, Bereich Laurenzbach unterwegs. Jetzt verlassen wir hier Laurenzbach und, genau, aber ich glaube, die Ortschaft, die jetzt eben auf dem Ortsschild da stand, zu der fahren wir jetzt nicht, weil wir fahren jetzt nur ein kurzes Stück, bis wir, glaube ich, wieder in einen anderen Bereich hier in Laurenzbach heute reinkommen werden. So, können wir ein bisschen schneller fahren, sind wir jetzt hier aus der Ortschaft raus, aber da vorne haben wir schon die nächste Haltestelle. Und an der Ampel geht es dann rechts lang weiter. Aber wie gesagt, ich kann euch die Map echt nur empfehlen. Ihr seht ja hier die ganzen Abschnitte, wie schön das Ganze gestaltet ist. Und halt von der Vielfalt von den Streckenabschnitten, die ihr halt hier habt. Wie gesagt, mit Stadt, Autobahn und Überland. Das ist echt eine richtig coole Sache. Genau, und was ich noch ansprechen wollte mit der Linienanzahl, die ihr habt. Und auch nochmal die Linien. Weil, wie ich ja erwähnt habe, ist halt hier von dieser Map hier auch die Map Alheim V3. So wie ich es verstanden habe, halt hier auch ein Bestandteil davon. Ach, die ist am Grün sehr gut. Danke, Ampel. Bist auf unserer Seite. Sehr schön. Also so wie ich es verstanden habe, ist halt die Map Alheim V3 auch ein Bestandteil von dieser Map hier. Oh, das war knapp, aber hat noch gepasst. Und auf der Map Alheim V3 sind wir ja schon ziemlich viel gefahren, auch schon mehrere Linien. Und ich habe auch mal geguckt, also es sind auch, beziehungsweise eigentlich fast alle Linien, die ihr hier, also bei der Map Alheim und Laurenzbach, die ihr hier bei dieser Map in Alheim, im Bereich Alheim fahren könnt. Fast alle Linien davon sind wir jetzt hier auch schon gefahren. Also sind wir halt schon auf der Map Alheim V3 gefahren. Es gibt ein paar Linien, die sind wir damals auf der Map Alheim V3 noch nicht gefahren. Und können wir dann zum Beispiel hier auf der Map Alheim
in Laurenzbach noch fahren. Man guckt jetzt hier zum Beispiel, haben wir jetzt die Ortschaft verlassen und fahren jetzt hier nochmal so ein, über so eine Kraftfahrstraße. Aber jetzt auch nur einen relativ kurzen Abschnitt, glaube ich. So, können wir mal rüberwechseln. Genau, Rechtsfahrgebot schön eingehalten. Genau, und zwar habt ihr in Alheim, glaube ich, 10 Linien, in Laurenzbach 7. Und dann gibt es nochmal so eine Verbindungslinie zwischen Laurenzbach und Alheim. Ich weiß nicht, ich glaube, die wird irgendwie auch irgendwo hier bei dem bei der Map auch nochmal irgendwie so als, also ein bisschen so als Fernbuslinie, beziehungsweise so als, naja, Schienenersatzverkehr jetzt nicht ganz. Auf jeden Fall ist halt so, dass es keine Zugverbindung hier zwischen Alheim und Laurenzbach gibt und deswegen gibt es halt diese Linie, das ist die ALX, ich weiß gar nicht, wie sie genau, was, für was, ich glaube die, genau, ALX ist die Abkürzung für Alheim-Laurenzbach-Express, und, genau, das ist halt so eine schnelle Verbindungslinie zwischen Alheim und Laurenzbach, die aber entweder direkt von Alheim nach Laurenzbach oder umgekehrt halt fährt oder eventuell halt noch so, so einen Zwischenstopp einlegt in den verschiedenen Ortschaften halt auf der Strecke von Alheim nach Laurenzbach oder halt umgekehrt. Genau. Und ja, da haben wir auf jeden Fall noch einige Linien hier, die wir hier auf dieser wunderschönen Map fahren können. Und ich habe mir auch Alheim schon mal so ein bisschen angeschaut, aber dabei habe ich auch festgestellt, dass so ein bisschen das aber auch überarbeitet wurde. Zum Beispiel habe ich gesehen, dass so im Hauptbahnhofbereich gibt es jetzt auch so eine, wo da so eine Hochbahn sozusagen, so eine Schwebebahn nachgestellt und so weiter. Also Alheim wurde anscheinend da auch ein bisschen, so wie es aussieht, halt da auch nochmal ein bisschen überarbeitet. Genau, in Alheim werden wir wahrscheinlich dann auch nochmal ab und zu mal unterwegs sein, zumindest die Linien, die wir jetzt schon mal dann auf der Map Alheim V3 gefahren sind, werden wir jetzt nicht nochmal fahren, aber halt dann eventuell die Linien, die wir halt noch nicht auf der Map Alheim V3 gefahren sind, die können wir dann hier ja nochmal fahren. Genau, da werdet ihr dann Alheim hier auf der Map Alheim und Laurenzbach auch nochmal ein bisschen so kennenlernen. Also insgesamt habt ihr hier 18 Linien auf der Map und damit auf jeden Fall hier eine große Linienvielfalt, eine große Auswahl an Linien, die ihr hier fahren könnt. So. Ja, und dann ist hier bei der Map auch so, dass ihr verschiedene Linienlisten auswählt, also nicht Linienlisten, besser gesagt, das ist das falsche Wort dafür, falsche Bezeichnung, sondern ich meine AI-Listen auswählen könnt, also an halt KI-Fahrzeugen, die hier unterwegs sind. Ich weiß nicht, zwischen wie vielen ihr auswählen könnt, aber ich glaube, es sind circa 5. Und ich weiß auch gar nicht jetzt mehr ganz genau, ob ihr hier für dieses Add-on, nicht für das Add-on, sondern für die Map, lassen wir die Autos erstmal durch, ob ihr hier für die Map, glaube ich, sogar das Add-on Hamburg Tag und Nacht benötigt. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Okay, lass uns raus. Danke. Können wir uns kurz uns gleich um den Blinker bedanken. Hier haben wir einen Blitzer, müssen wir aufpassen, aber hier sollten wir eh nicht so schnell fahren. Genau, müsst ihr mal im Omsi-Forum dann gucken, auf der Seite von der, in dem Beitrag von der Map, da steht auch, glaube ich, ob das Hamburg Tag und Nacht Addon benötigt wird, aber ich meine, es war sogar, glaube ich, hier bei dieser Map nötig. Und ihr habt, wie gesagt, circa 5 AI-Listen zur Auswahl. Ich habe hier die eingefügt, wo hier wirklich dann viele verschiedene Busse hier zur Auswahl, wo hier wirklich viele verschiedene Busse unterwegs sind. Zum Beispiel halt, nee, beziehungsweise nicht zum Beispiel, sondern ich kann euch gerade mal alle aufzählen, die halt bei dieser AI-Liste, die ich ausgewählt habe, die hier unterwegs sind. Also, wie ihr vorhin schon gesehen habt, also einmal der Mercedes-Benz O503, also Citaro O530, Citaro O530G, der MAN Lion City, der Solaris Urbino fährt hier noch, die Busse aus dem 3-Generationen-Addon und dann noch die Standardbusse aus OMSI 2 und von den KI-Fahrzeugen fahren halt hier die Standardfahrzeuge von OMSI 2 und die aus dem Hamburg Tag- und Nacht-Addon. Und damit habt ihr hier wirklich eine große KI-Fahrzeugvielfalt. Finde ich auf jeden Fall echt eine richtig coole Sache, dass ihr halt da zwischen verschiedenen KI-Listen auswählen könnt, und halt dann die passende auswählen könnt, die halt zu eurem, zu eurer OMSI 2-Ausstattung sozusagen passen, halt was, je nachdem, was ihr an Bussen oder Bussen und Addons und so weiter halt hier in OMSI 2 drin habt. So, wir sind an der Endhaltestelle schon hier jetzt angekommen, an der Haltestelle Korthausen. Ging recht schnell heute die Linienfahrt, wie gesagt, circa 18 Minuten ist man hier, glaube ich, unterwegs. Genau, so, jetzt haben wir halt hier nur die Fahrplanauswertung von dem letzten Rest, nachdem halt, ja, wo halt jetzt zwischendrin mal kurz das Spiel leider abgestürzt ist. Genau, da drüben stehen nochmal zum Beispiel 2 MAN Lion City, also finde ich auf jeden Fall richtig cool, dass hier so viele AI-Listen gibt und halt zum Beispiel einmal die, die wir halt jetzt hier benutzen, wo man jetzt wirklich, ich glaube, das ist eigentlich so gut, die, wo ihr hier die größte größte Vielfalt von den ganzen AI-Listen, die AI-Liste mit der größten Vielfalt an KI-Fahrzeugen mit Bussen und Autos und so weiter, wobei es gibt jetzt noch vielleicht das X10-Addon an Fahrzeugen, aber sonst
hat man hier wirklich echt eine große Abdeckung an möglichst vielen verschiedenen KI-Fahrzeugen. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Allgemein die Map, wie ihr jetzt auch die ganze Zeit wahrscheinlich schon gemerkt habt, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Kann ich euch nur weiterempfehlen. Und genau, ich bin jetzt eigentlich auf fast alles zu sprechen gekommen, was ich heute ansprechen wollte. Aber eine Sache möchte ich jetzt noch kurz ansprechen. Und zwar geht es darum, dass wir jetzt nächstes Mal dann, also wahrscheinlich nächstes Mal oder dann übernächstes Mal, muss ich mal gucken, werden wir nochmal wieder mal an unserer Karriere weiterspielen. Und zwar werden wir dann wieder mal eine Fahrt nach Schichtplan auf der Map Winsenburg fahren. Und es wird dann das letzte Mal sein, wo wir auf der Map Winsenburg eine Fahrt nach Schichtplan machen. Und daraufhin werden wir uns dann auf einer anderen Map bewerben. Und da könnt ihr jetzt nochmal gerne in die Kommentare hier unter diesem Video schreiben, nochmal gerne Vorschläge in die Kommentare schreiben, auf welcher Map wir uns denn danach anschließend nach der nächsten Fahrt auf der Map Winsenburg, bei welcher Map wir uns dann anschließend da bei unserer Karriere als Busfahrer dann bewerben sollen, wo wir dann auch eine Prüfungsfahrt fahren werden, um halt dann auf der Map angenommen zu werden und dann das Gleiche wieder so verläuft, wie es damals so war, als wir auf der Map Winsenburg begonnen haben. Und genau, werde ich dann das nächste Mal, wenn wir halt dann diese Fahrt nach Schichtplan machen, da werde ich dann, zu der Zeit wird dann auch eine Umfrage laufen, werde ich dann eine Umfrage starten, wo ihr halt dann zwischen, mal gucken wie vielen, wahrscheinlich werden es 4 oder 5 Maps sein, zwischen denen ihr dann abstimmen könnt. Und für die Map, für die halt die Mehrheit von euch stimmt, auf der werden wir danach als nächstes unsere Karriere als Busfahrer dann fortsetzen. Dort werden wir uns als nächstes dann bewerben. Ja, das war's also an der Stelle hier von unserer ersten Linienfahrt auf der richtig geilen Map Alheim und Laurenzbach. Wie gesagt, gerne Map-Vorschläge in die Kommentare, so könnt ihr euch natürlich auch wunderbar daran beteiligen, wo wir dann als nächstes eventuell unsere Karriere als Busfahrer fortsetzen werden. War auf jeden Fall heute auch hier eine sehr schöne Fahrt, wunderschöne erste Fahrt mit dem Mercedes-Benz O305G. An der Stelle nochmal vielen Dank an Aerosoft für die Bereitstellung von dem Add-on. Und wie gesagt, falls ihr euch das Add-on auch kaufen wollt, Link dazu zu einer Webseite, wo ihr das machen könnt, findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Und ja, dann hören wir uns bei der nächsten Fahrt wieder. Wahrscheinlich eine Fahrt nach Schichtplan, dann auf der Map Winsenburg oder vielleicht erst nochmal eine andere Fahrt. Wir müssen mal gucken. Das werdet ihr dann im nächsten Teil sehen. Bis dahin oder bis zu einem anderen Video von mir. Macht's gut, haut rein, euer LineGamer1. Ciao.